In Berlin herrscht seit Monaten extreme Hitze und Dürre. Es wurde ein Notlager für Bewohner eingerichtet, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Den Menschen geht es schlecht. Viele erkranken wegen des Wassermangels. Außerdem sind Brände in der Stadt ausgebrochen, die die Bewohner gefährden. Wegen der extremen Trockenheit steht kein Löschwasser zur Verfügung. Helfen Sie den Menschen im Notlager, verhindern Sie den Ausbruch von Seuchen und retten Sie die Bewohner der Stadt vor den Bränden. Also, nachdem ich die letzte Mission zweimal wiederholen musste, bevor ich sie geschafft habe, wird jetzt diese Mission hoffentlich besser und ja. Gut. Berlin im Trockenen. Ach, genau, schon der erste LKW, der wieder weggefahren ist. Schönes Lager. Ich hasse auch dieses Sehen hier, wie die hier hinmachen, ne? Da, die Quadriga. Wo fahren die denn hin? Für diesen Einsatz stehen neue Fahrzeuge. So, meine Fresse. Ich krieg das Kotzen hier. So, irgendwo war hier doch. So in die Richtung. Und mit dem Abschleppfahrzeug können Sie packende Autos und Autowracks abtransportieren. Ich glaube, ich könnte am besten sogar zwei Ärzte hier hinpacken. Ich muss nämlich erstmal alle erkranken. So. Dann. Boah, da muss ich, glaube ich, evakuieren, ja. Was ist denn das für ein Scheiß mal wieder, ey? Ich hab zwar eigentlich nichts ge... Ach so, ich musste einfach nur drüber fliegen, um die zu evakuieren. Okay, das ist gut. Ja. Das wusste ich nämlich schon von Anfang an, dass man hier Sachen evakuieren muss. Wo bleibt denn der Heli? Ich hab... Feuerwehrmann, ja. Aber ich kann noch nichts löschen. So, das waren vier Gebäude, meine ich. Ist hier nicht noch eins irgendwo? Wo der drüber fliegen kann? Ja, gut. Tue ich das zuerst. Arzt hier, ein Arzt hier und ein Arzt ist hier. Ja, mal wieder nachgucken, so. Evakuieren. Hier ist kein Zeichen. Nix. Ein Nachrichtenhubschrauber ist über dem Einsatzgebiet abgestürzt. Wahrscheinlich Sand in den Motorengelenken. Sie müssen alle Opfer einer Absturzstelle versorgen. Das sind doch vier Gebäude gewesen, meine ich. Ach da. Sie müssen ja. Wo ist denn der hier? Der da. Gut, dann mache ich das schnell. Es scheint zwei Opfer zu sein. So, es sind hier noch Leute, die ich genau. Hier sind noch Leute, die ich evakuieren sollte, glaube ich. Gut. Ja, genau. Mach das ganz nah so, also so direkt da dran. Nur noch mehr, ich weiß es nicht. Zur Vorsicht. Einfach. Der Pilot, so hier. Kann ich da noch was aufschneiden? Da kann ich was aufschneiden. Hier kann ich alles nichts aufschneiden, ne? Nee. So. Megafon. So. Ja? Auf dem Weg. Zu Befehl. Wird gemacht. Da sind keine Zivilisten mehr. Gut. Dann kann ich die ja weiter zurückschicken. Erstmal. Ah, es ist schön, wie die den folgen, ne?
Der ist noch nicht abtransportfähig. Gut. Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. Hab ich? Ach so, die machen das dann von selber, ne? Okay. Ja, den Helikopter. Was kommt jetzt? Ach du meine Güte, da waren ja Leute auf den Dächern. Und dein Haus ist weg. Ach du Scheiße. Ja, dann macht doch die Kamera nicht weiter. Ey, was ist denn das? Ich brauch doch nicht den Polizeiwagen, wenn... So, wo war... Bergungsheli. Okay. Da ist der Heli. Okay, das geht ganz fix. Da sind die Leute. Das fällt mir auf, sollte ich gerade ganz schnell machen hier alles. Vielleicht könnte ich, um Explosionen zu verhindern, so. Ja. Dann fahrt ihr auch hier hin. So, hier hin. So, wo ist denn der mit dem Sprungpolster? Da. Feuerwehrmann, so, die Sprungpolster. Das ist blöd. Habe ich Feuerlöscher eigentlich gehabt jetzt? Nein, habe ich nicht. Okay. Hier. Wir führen dich weiter weg. Nach ganz hinten hin. So, willst du ja nicht verletzt werden? Da ich eh nicht löschen kann, kann ich hier nichts mit dir anfangen weiter. Waren hier noch weitere Verletzte? Nein. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich... Hier, ihr könnt die alle noch mitnehmen. So, den, wo ist der Bergungsheli? Nein, nicht da. Hier, kannst du ablassen. Obwohl eigentlich, hier, beim Brandenburger, ja, brauche ich auch nicht weiter hier. So. Lässt ihr den jetzt runter? Passiert hier überhaupt was? Ach so. Ach wie. Gut. Die sollen sich mal weiter nach hinten ziehen. Warum da nichts passiert, weiß ich jetzt gerade nicht. So, hier, nimm sie mal. So. Sie kommen auch noch mit. Hier, sie. Sie. Alle sie hier. Der Krankenheli ist jetzt nicht so wichtig. So. Achtung. Es gibt wieder mindestens. Ja, okay, das macht er von selbst. Warum gehen die nicht einfach rein? Ah, die sind doch zu unfähig. So, ja, schön. Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. Ja. Ist das nicht toll? So, ja, auf dem Weg. Den brauche ich eigentlich noch nicht. Die hier kann ich eigentlich auch weiter nach oben packen. Hier kriege ich gleich eine Krise. Ich packe die einfach in den Polizeiwagen. So, noch brennen die ja nicht, ne? Hier sind doch keine Leute auf den Dächern. Weiter. So, den Heli, ja, hier hin. Ja, sofort. Wohl eigentlich. Ja. Stellen wir das auf, könnte ich dies hier für einen sicheren Zweck nutzen. Ich nehme die jetzt einfach fest. Wenn die nicht hören wollen, müssen sie. Gut. Was ist hier mit. Wo sind die beiden Poli. Ach so. Ja. Da hinten muss es aber sicher genug sein, so. Hat er den jetzt untergelassen? Nein, natürlich noch nicht. So, hier waren jetzt doch noch zwei Zivilisten irgendwo. Da.
Person auf einem Hausdach wurde durch die Brände verletzt. Sie müssen sie sofort Kann... Helikopter retten und dann versorgen und abtransportieren. Achtung! Es gibt mindestens ein weiteres Opfer. So, schade, jetzt war nicht schnell genug. Kommt jetzt mit. Zu Befehl. Wird gemacht, auf dem Weg. Ich werde hier noch ver... Opa, kommst du auch mit? Ey! Die wissen sich auch echt nicht zu helfen, ey, das ist doch... Manchmal sind sie so zurückgeblieben hier alle. So, Was gibt's? So, hier. Okay. Over and out. Mehr sind hier hoffentlich nicht. Dürfen nicht mehr sein. Ach, schade um die schönen Autos, ne? Der Helikopter muss ich bestimmt nicht abholen. Da. So, der Krankenwagen steht hier nur im Weg. Ja, behandelt den mal. Was muss ich noch tun? Bewohner der Stadt vor Bränden retten. Hä? Ich kann die Brände nicht löschen. Soll ich die retten? Keine Menschen. Ja. Hier ist nichts mehr mit Bewohner, die ich retten kann. Achtung! Es gibt wieder mindestens eine erkrankte Person im Einsatzgebiet. Okay. Was gibt's? Hier ist denn Arbeit? Wir umgehen durch die... So, falls nicht, wenn's das nicht reicht, dann schicke ich die halt noch weiter nördlich. So. Hier mit den einzelnen, das geht auch. So. Einzelne Menschen können hier noch mit Heli. Können nicht mit Heli. Ich schicke gleich SK-Schützen, die irgendwie abschießen. Sie haben alle das kann's doch nicht sein hier. Wir erhalten soeben einen Notruf. In einem brennenden Gebäude im Einsatzgebiet befindet sich ein erkranktes Opfer. Da. Es kann das Gebäude nicht aus eigener Kraft verlassen. Retten Sie das Opfer mit Hilfe des Drehleiterfahrzeugs. Ah. Okay. Achtung. Es gibt mindestens ein weiteres Opfer im Einsatzgebiet. Ja, okay. Versorgen Sie da fahr ich dahin. Und transportieren Sie es dann ab. Was gibt's? Du auch. So, und Helikopterfahr auch dahin. So, notfalls könnte ich... Ist da einer drin? Okay. Dann könnte ich zumindest ein bisschen näher vor. Da kann ich es installieren. Atemschutzmaske ist wahrscheinlich immer besser. Die sind auch auf dem Weg. Ja, das ist doch herrlich gerade. So, hat der Feuerwehrmann nicht noch einen hier? Ich dürfte doch jetzt endlich keine Menschen mehr sein. So. So. Achso, da wäre eher einer drin gewesen, okay. Arzt. Behandelt die. Scheint aber... Ach du meine Güte. Ja. Okay, oh du Scheiße, was passiert jetzt? Bam. Das explodiert, ja. Schön. Au. Ja. Nach einer Explosion in einem Gebäude befindet sich dort kann ich mal wieder dahin, wo ich vorher war. Ach nein! Das ist doch... Lauf mir doch nicht hinterher ins Brandgebiet! Herr, sie ist bescheuert, seid ihr denn? Was ey!
unfähige Menschen, wirklich. So ganz derbst unfähige Menschen hier. Da. Wirklich so richtig unfähige Menschen. Das kann's doch echt nicht sein. Ehrlich. Der kriegt Kotzen. Eine Person, die sich wahrscheinlich nicht mehr lange festhalten kann. Ja, das weiß ich. So, dass der von selbst aussteigt, ist auch so. Ist das ein Kind? Abtransportfähig? Doch. Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. Eigentlich doch. So. Der hier, weiter. So, kannst dann dich auch retten, ne? So, hier weiter. Und hier. Ja, weiß ich auch nicht, aber einfach mal weg damit. So, hey, das war echt der Beste hier. So, damit ihr vielleicht in den Massen noch seid. So, hier. Habt da mehr Ruhm. 14 Minuten machen wir das jetzt schon hier. Sie haben alle Opfer versorgt. Schön. Das haben sie gut gemacht. Ja, ich weiß. Es gibt wieder mindestens eine erkrankte Person. Erkrankte, okay, ja. Die erkrankte Person, die sehe ich hier bei Genüge. So, es gibt null. Ich kann die Brände nicht löschen. Was gibt's? Auf dem Weg. Was gibt's? Ich weiß nicht, wo meine Einheiten versteckt sind manchmal. So, hier den Helikopter. Ja. Hier ist noch ein einsamer Mann. Ja, du willst bitte schön hier rausgeschickt werden. Mach du Scheiße. Hier. Hast du den gerade... Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag dazu einfach nichts mehr. So. Ich bin echt fertig mit meinen Nerven. So, was kann ich jetzt noch tun für euch? Ich kann nichts löschen, okay. Die letzten Leute hier trage ich dann, weil die zu schlecht sind. Wirklich zu schlecht. Was gibt's? Los geht's. Ja. Art, du handel jetzt diese verschissene Drecksperson, okay? Auf dem Weg. Die krieg ich hier gleich. Ist okay. Auf dem Weg. Hier gleich wirklich mit diesem SEK-Schützen drauf und schieß auf die wieder. Das kann's doch nicht sein. So, was muss ich jetzt tun? Ja, ich kann hier Autowracks aufheben, okay. Aber das kann's doch auch nicht sein. So, hier, was muss ich jetzt noch tun? Alle Erkrankten was? Alle kranken Personen behandeln, 8 von 9. Ja. So, Personen der Stadt retten. Ja. Ich weiß noch nicht wie genau. Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt.
dann mache ich halt hier, dass ich den Helikopter abschleppe. Es hilft bestimmt. Ich habe auch keine Verletzten mehr. Zum Beispiel. Ja, fahr einfach noch näher am Feuer dran. Das ist ja nicht so, dass dein Wagen dadurch kaputt geht. Ich gucke einfach mal, ob ich vielleicht doch noch irgendein Gebäude habe, was ich irgendwie evakuieren könnte. Aber hier ist nix. Nix. So. Berlin brennt hier ab. Das ist ja auch... Ne? Nicht so, dass das... Hier kann ja auch niemand retten, ne? Die sind dann schon alle tot oder... ja. War da gerade noch... Nee. Ach du Scheiße, was passiert denn jetzt noch? Ein explodierendes Gebäude. Ach du meine Güte. Bei der Explosion wurden Menschen verletzt. Ziehen Sie die Trümmer über den Opfern mit Feuerwehren weg. Und dann sollten Sie die Opfer so schnell wie möglich versorgen und abtransportieren. Hörer, schon unterwegs. Okay. Es gibt mindestens ein weiteres Opfer. Ja, ja, Sie es und transportieren Sie es dann ab. Da und hier. Wird ausgeführt. Ja. Da muss ein Arzt hin. Und ein Krankenwagen. Und der andere. Ja, auf den Weg. So, da das eh. Weil warum der hier noch ist, der könnte vielleicht Leute abtransportieren, die falsch geparkt haben oder irgendwie so. US. Ach guck mal, da ist die US-Botschaft. So, hier behandelt den mal. Wenn das nicht zu nah ist. Höre ich dann ja. Irgendwie Einsatzkraft oder so, wie ist in Gefahr. Sachen die dann ja immer. Schon unterwegs. So, hier war auch mal in die Nähe. So. Wird gemacht. Da speichern wir auch ein paar Sekunden. Bin unterwegs. So. Wird umgehend durchgeführt. Jetzt noch irgendwelche Falschparker oder so, die abgeschleppt werden müssen. Ja, der hier, der darf da eigentlich nicht stehen. Das ist ganz wichtig jetzt in der Situation, so ganz Berlin am Brennen und der Falschparker muss abgeschleppt werden. Weil wir wollen doch nicht das deutsche Recht für... Was da... Bist du irgendwie behindert im Kopf? Die Brände können sich nicht weiter ausweiten. Die unmittelbare Gefahrensituation ist überstanden. Ja. Okay. Die Brände haben mich jetzt noch nicht wirklich gestört. Ja. Ne, bin mir jetzt noch nicht sicher, ob der Arzt nicht irgendwie Schaden kriegen kann. Ja, ich meine auch, ich sehe zwar nur die US-Botschaft, die Brandfeuer fangen könnte, aber... stört ja niemanden. So, jetzt behandel dich mal schneller, weil könntest du noch einen kleinen Zeitbonus kriegen. So, hier reicht. So. Warte, nein. Dann ist auf der voll und hier das Abschleppfahrzeug kann Falschparker, die es nicht mehr gibt hier. Doch, da, der LKW, der darf da auch nicht stehen. So. Ich hoffe, das wird jetzt noch was. Schnell genug. Nicht, dann weiß ich auch nicht. Oh, meine Maus zeigt gerade auch Betrieb wird schwach an. Das ist blöd. Aber irgendwo muss das so sein. Das ist ja auch so viel Sinn, das, ne? Ich finde das ein bisschen sehr schnell so. Aber naja, okay.
wirst du jetzt mal schneller? Ah nein, Abschöpfer eigentlich wieder zurück ins Einsatzgebiet. Bleib einfach hier stehen. Du hast genügend getan. So. Was gibt's? Aber es wunderte mich eigentlich bei dieser Mission, dass man so, weil man diese übertriebenen Riesenbrände ja eigentlich sonst immer löschen muss, dass man die nicht diesmal löschen musste. So, du fährst jetzt. So, hier, ja, das ist... Ja, los geht's. Mir ist schwindelig vor lauter Hitze. Ja. Okay. Ist okay. Oh, es gibt nicht genügend Wasser. Nicht mal die Brände können gelöscht werden. Jo. Da kommt der LKW-Konvoi. Die Flüchtlinge aus dem Notlager und die Bewohner der Stadt werden jetzt in eine Sicherheitszone außerhalb der Stadt transportiert. Okay. Die Aufgabe ist damit erledigt. Ist gut. Wobei dieser LKW ist auch schon ein bisschen merkwürdig aussehen. Sie haben Ihre Einsatzkräfte vor Ort hervorragend eingesetzt. Glückwunsch. So. Und, nachdem ich jetzt diese Mission hier auch geschafft habe, irgendwie war das jetzt genügend für diese Aufnahmesession. Die ersten 1, 2, 3 Mission plus das Training. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession und tschüss.